Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Thronebreaker. Beim letzten Mal haben wir das Ende vom ersten Kapitel erreicht. Ich bin allerdings noch nicht durchgegangen, weil ich noch eine Truhe finden wollte, was ich nicht geschafft habe. Also die Truhe ist wirklich ziemlich gut versteckt gewesen, aber ich habe noch zwei Briefe, die wir noch nicht gelesen haben und die werde ich jetzt noch ganz kurz nachholen, bevor wir dieses ganze Kapitel beenden. Von Herzog Adal Ebb Dahir, Großkanzler und Kommandant der Heeresgruppe Ost. An Oberst Eowyn Vaglidvid. Ich habe zusätzliche Ressourcen entsendet, um uns zu helfen, Verbündete in der Region zu gewinnen. Meldungen zufolge haben wir es zum größten Teil geschafft. Stellt die Nordlinge zufrieden, scheut keine Kosten. Sie werden uns alles schon bald zurückzahlen, und zwar mit Zinsen. Ja, das war der erste Brief und dann haben wir noch einen weiteren Scoia'tael-Propaganda, nachdem wir den Elfen aufgeknüpft hatten. Übersetzung aus der älteren Rede. Elfen, Zwerge, Gnome und Halblinge. Da steht kein Und, aber ich habe es dazugefügt. Das Ende der alten Ordnung ist nah. Die unterdrückerischere Mächte des Nordens, Plünderer unserer Lande, Vergewaltiger unserer Völker, werden dem Ansturm Nilfgaards nicht standhalten können. Und wir können ihre Niederlage beschleunigen. Wir müssen es sogar tun, jeder einzelne von uns. Wer eine Waffe führen kann, stoße in den Wäldern zu uns. Suche sich ein Scoia'tael-Kommando. Wer zu jung, zu alt, zu krank ist, der kämpfe nach Kräften mit Gift, mit Dolchen und Lügen. Müßige Feiglinge werden nach dem Krieg als Verräter an die älteren Völker verurteilt. Das heißt, wir haben nicht nur Probleme mit Nilfgaard, wir haben auch Probleme mit den Scoia'tael, die uns anscheinend nicht alle gleich gut gesonnen sind. Und dazu gehören halt alle Völker, die nicht unbedingt Menschen sind. Aber jetzt schließen wir erstmal das erste Kampagne ab. Das erste Kapitel und wir gucken, wir treffen auf unseren Sohn und werden Antworten hoffentlich kriegen, warum er nicht zur Hilfe gekommen ist. Mewe war im zeitigen Frühling mit bescheidenem Gefolge für einen kurzen Regentengipfel aus Lyrien aufgebrochen. Jetzt kehrte sie an der Spitze einer Armee mit gefesselten Banditen und Nilfgaardern im Schlepptau in die Hauptstadt zurück. Die ganze Stadt lief zusammen, um sie zu begrüßen. Händler, Handwerker, Priester. Auch Prinz Willem kam, ihr ältester Sohn und Erbe, der wirkte, als würde er nie bereit sein, die Krone zu tragen. Mewe und Willem ritten Seite an Seite durch die jubelnde Menge, die Gesichter zu königlichen Lächeln erstarrt. Erst in der Abgeschiedenheit der Ställe konnten sie offen und frei miteinander sprechen. Willkommen daheim, Mutter. Es ist schön, dich wiederzusehen. Ganz meinerseits. Noch schöner wäre es jedoch gewesen, dich in Dravograd zu sehen. An der Spitze einer Armee. Willem, ich habe dir vertraut und das Reich in deiner Obhut gelassen. In der Tat. Und ich habe mich bemüht zum Besten des Reiches? Mein Sohn, unsere Tür wurde eingetreten. Unser Heim von Nilfgaard geplündert. Wir sind im Krieg, da bemühen und entscheiden die Regenten nicht, sondern packen Schwert und Schild, um ihre Untertanen zu verteidigen. Du hast mich nicht ausreden lassen. Okay. Sag mir, was du mir sagen willst. Vielleicht hat es ja einen Grund, warum er nichts getan hat. Na schön. Sag, was du zu sagen hast. Ich wollte nichts überstürzen, Mutter. Als ich Nachricht über den Angriff erhielt, konferierten soeben die Edlen im Schloss. Sie haben verlangt, dass ich sie und ihren Rat anhöre. Wäre ich einfach aufs Feld gestürmt, um den Feind zu stellen, hätte ich die Situation nicht überblickt und nicht alle Optionen gekannt. Ein Regent kennt niemals alle Optionen. Er muss trotzdem handeln. Ich muss mich vorbereiten. Wir sehen uns beim Rat der Edlen. Und das taten sie, als die Edlen sich im Thronsaal versammelten. Umgeben von Tierhäuten und serikanischen Wandbehängen, erwarteten die Herrschaften in angespannter Stille die Königin. Als deren Gestalt in der Tür erschien, sanken sie kriecherisch auf die Knie. Wir haben zahlreiche Angelegenheiten zu regeln. Ich hoffe, die Herren sind ausgeruht. Wie auch immer, es wird zweifellos hell werden, ehe wir fertig sind. Zunächst müssen wir um Unterstützung bitten und einen Brief an König Demavent aufsetzen. Schreiber notieren. Lieber... Was? Onkel? Cousin?
Mist. Nochmal. Ich, Mewe, nach dem Willen der Götter, Regentin von Rivien und... Gnädige Mutter, die Edlen und ich möchten eine Alternative vorschlagen. Ja, raus damit. Wir wollen Nilfgaards Autorität anerkennen. Dem Kaiser Treue geloben. Wie war das? Die schwarzen Horden sind viel zahlreicher als unsere Streitkräfte. Und dazu noch besser ausgerüstet. Wir haben im offenen Kampf nicht die geringste Chance. Halt du mir keine Vorträge über Nilfgaards Armee, mein Sohn. Du kennst sie ja nur aus farbenfrohen Geschichten. Ich dagegen stand ihr bei Dravograd gegenüber und habe sie besiegt. Aber Herren, die Verluste, dieser flüchtige Sieg, dessen ihr euch rühmt. Wie viele eurer Untertanen sind dafür gestorben? Beugt das Knie vor dem Kaiser und er wird euch... Nein, niemals! Verstanden, Caldwell? Im Leben nicht! Ich hatte gehofft, dich überzeugt zu haben. Vergebens. Dennoch sind die Würfel gefallen. Wir haben den Vertrag mit Nilfgaard unterzeichnet. Unsere Edlen stehen zu mir. Mewe wurde bleich. Ihr Sohn, Politik sonst stets verachtend und seine Pflichten als Kronprinz vernachlässigend, hatte ihr soeben das Messer in den Rücken gestoßen. Und mit ihm ihr gesamter Hof. Wie bitte? Offener Verrat! Der Galgen erwartet euch sonst nichts! Willem regiert jetzt Lyrien. Und wenn ihr nicht Ruhe gebt und den Vertrag mit Nilfgaard genehmigt, werdet ihr die Einzige sein, die das Vergnügen mit dem Henker haben wird. Reiß dich zusammen, Caldwell. Meiner Mutter wird kein Haar gekrümmt, verstanden? Bringt die Königin in den Turm. Du machst einen großen Fehler, mein Sohn. Die Königin war in eine Zelle gesperrt worden. Ihre goldene Rüstung hatte sie gegen ein schlichtes Gewand eingetauscht. Ihr Gefolge gegen ein paar Ratten. Sie gab ein Bild des Elends ab. Machtlos stand Mewe am Fenster, umklammerte die Gitterstäbe. Sie weinte und klagte vor Zorn. Lyrien war nicht mehr frei. Karte verloren. Wagenburg. Diese Karte wurde aus deiner Armee fern. Nein! Nein! Wir verlieren alle unsere Karten. Den Streitwagen? Nein! Okay. Ja. Wir wurden verraten von unserem Sohn, der sich Nilfgaard ergeben hat. Um das Volk zu schützen, was eigentlich gar nicht so schlimm ist, aber... Jetzt herrscht Nilfgaard. Scher dich weg, Caldwell. An diesem Plan hast du lange gefeilt, was? Hast die Streuner von Spalla von der Kette gelassen, damit ich mich um sie kümmere. Und deinen Kohorten damit die nötige Zeit erkauft, um Lyrien an Nilfgaard zu verschachern. Tja, ihr habt es durchschaut. Zwar erst hinterher, aber immerhin. Und Willem? Du hast ihn umgedreht. Wie? Der Junge taugt nicht für die Krone. Er hat weder die Intelligenz noch die Tapferkeit. Ich weiß das, ihr wisst das, nur er selber nicht. Willem wollte sich unbedingt als Staatsmann beweisen. Das habe ich möglich gemacht. Und ich wurde reichlich belohnt. Tatsächlich bin ich seit gestern Pfalzgraf. Dazu hast du weder meinen Segen noch meine Glückwünsche. Da muss ich dich enttäuschen. Das ist mir egal. Ich bin vielmehr hier, um euch Lebewohl zu sagen. Willem wünscht euren Tod nicht, kann ihn sich nicht mal vorstellen, wie ihr genau wisst. Außerdem steht zu erwarten, dass seine Entschlossenheit schwindet und er euch dann befreien will. Daher werdet ihr euch morgen früh, wenn der König General Ebdahi seine Treue schwören wird, an eurem Bettlaken erhängen. Okay. Coldwell ist also der Ganze, der hinter dem Ganzen gesteckt hat. Böser, böser Coldwell. Ich verzeih's ihm ein bisschen, weil er so eine gute Karte war. Aber ich würde sagen, wir tun das einzige Richtige und sagen ihm... Verstehe. Du willst, dass ich vor dir auf den Knien um Gnade flehe.
Geh und besorg es dir mit einer Pike, Caldwell. Und deine Schergen brauche ich nicht. Ich kann mir allein das Leben nehmen. Adieu, Hoheit. Und nutzt euren letzten Abend weise. Mewe fühlte eine Woge der Verzweiflung, biss sich aber auf die Lippen. Caldwell würde nicht die Genugtuung kriegen, sie weinen zu sehen. Der Morgen kam. Schritte hallten durch den Korridor. Mewe erhob sich von ihrem Lager und ging in die Mitte der Zelle. Sie war auf alles gefasst. Nun ja, auf fast alles. Der Herzog der Hunde? Titel sind angesichts der Umstände belanglos. Vergessen wir sie. Ich bin Gascon. Robin Hood kommt zur Hilfe. Hat Caldwell dich geschickt, um mich zu töten? Nein und nein. Im Gegenteil, ihr seid frei. Wie soll ich es sagen? Dieser Schuft Caldwell hat mich und die Streuner von Spaller als Köder benutzt. Im Rahmen einer Intrige, um dein wohlgestaltes Gesäß vom Thron zu entfernen. Nun bin ich nicht nachtragend, ich vergebe schnell. Deine Drohung, mich an den Galgen zu bringen, schon vergessen. Aber ich kann es nicht leiden, zum Narren gehalten zu werden. Als die Streuner mich befreiten, wusste ich, was ich tun würde, um es dem Grafen heimzuzahlen, bevor ich verschwinde. Dich befreien. Unter einer Bedingung. Du musst mich darum bitten, Herrin. Höflich. Ah, der schmierige Lappen. Ich würde sagen, wir haben eigentlich keine Wahl. Ja, es ist ein Dieb, es ist ein Streuner, aber er hat uns geholfen. Und wir müssen auch mal sagen, befreie mich bitte, damit wir unser Königreich retten können. Ich tue dies und noch mehr für mein Königreich. Ich beuge sogar vor einem Banditen das Knie. Also bitte ich dich, Gascon. Herzog der Hunde, befreie mich. Ha, unglaublich. Ich darf noch erleben, dass jemand mit Würde fleht. Eine wahre Herrscherin. Du bist frei. Ich bin dankbar. Und jetzt bitte aus dem Weg. Ich muss zum Stadtkerker. Diese Frau. Dem einen Kerker kaum entronnen, rennt sich schon zum nächsten. Dort sitzt Renard. Und wenn ich noch einen wahren Verbündeten habe, dann ist er es. Ich muss ihn rausholen. Moment, unbewaffnet? Alleine? Was bleibt mir übrig? Dies hier. Im Stadtkerker sitzen auch ein paar Streuner ein. Wir haben gemeinsame Interessen. Gehen wir zusammen? Die Königin nahm Gascons Angebot an und schlich mit ihm und den Streunern durch die Stadt zum Kerker. Renards Loyalität der Königin gegenüber war ungebrochen. Zudem hatte der rührige Mann keine Zeit verloren. Ich habe die gefangenen Soldaten gefragt. Viele sind bereit, an eurer Seite zu kämpfen und sogar zu sterben, Herrin. Die Chance könnten sie noch kriegen. Gehen wir. Aber als sie das Gefängnis verließen, gerieten sie in Schwierigkeiten. Caldwells Schergen hatten Mewe nicht in der Zelle auf ihre Exekution wartend vorgefunden und den Grafen informiert. Dieser hatte Einheiten entsendet und das Grüppchen der Königin rannte einer davon in die Arme. Verdammt, wir entkommen ihnen nicht. Zu den Waffen! Okay, jetzt müssen wir anscheinend mit den Streunern von Spala kämpfen. Jagd auf die Königin. So standen Lyra gegen Lyra. Zuerst wollte Maeve nicht töten, sondern betäuben und verwunden, doch sie merkte, dass ihre Gegner keine solche Skrupel hatten. Diese Männer, die ihr vor wenigen Tagen noch gehuldigt hatten und deren Gesichter sie kannte, würden keine Kompromisse machen. Maeve blieb nichts übrig, als es ihnen gleich zu tun. Finde einen Fluchtweg. Sobald du einen Fluchtweg gefunden hast, musst du innerhalb von 3 Zügen mehr Punkte als dein Gegner sammeln. Okay, Story-Schlacht mit Sonderregeln, verkürzter Kampf, vorgegebenes Deck, gucken wir mal. Wir müssen einen Fluchtweg finden und danach 3 Zügen abhauen. Gascon? Zum Henker, wo ist er hin? Die Bauern sind uns geblieben. Hoheit, Beeilung! Caldwell hat sich ja schon die ganze Stadt mobilisiert. Befehl, wähle eine dunkle Gasse, durch die du fliehen willst.
Dunkle Gasse, entweder ein Fluchtweg aus Shit oder ein Zusammenstoß mit Corvils Verstärkung. Boah, wir nehmen die goldene Mitte. Verdammt seist du, goldene Mitte. Grauer Reiter, Mensch, Unterstützer. Wenn eine verbündete Einheit ausgespielt oder in einer anderen Reihe verschoben wird, verschiebe diese Einheit auf die Position neben ihr und verbessere sie um 1. Ich habe immer noch mein... Nee, ich habe mein Langschwert. Okay. Wir brauchen mehr Punkte. Ich hätte auch meine Alte hören sollen. Das heißt, das müssen wir tun. Mist, verdammter Mist. Ja. Entferne alle Reihen-Effekte. Zieh nach 3 Zügen zu Beginn des Zuges die oberste Karte aus deinem Deck. Okay. Jetzt Reynard. Du lässt mich im Stich. Diese Ernte gibt es schwarz. Ich bin enttäuscht von dir. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Die allerbeste. Oh, die dunklen Gassen zählen auch gleichzeitig als Karten. Das ist auch nicht gut. Hier. Ja. Mein Geist ist willig, aber diese blöden... Du hast doch nicht geglaubt, ich lass dich zurück, oder? Oh, Gascon. Ehrlich gesagt, doch. Führe jeden Zug zu Beginn des Zuges zufällig eine von diesen drei Aktionen aus. Füge einer zufällig gewählten Gegnerin eine 2 Schaden zu. Verbessere eine zufällig gewählte verbündete Einheit um 2. Verschiebe eine zufällig gewählte gegnerische Einheit in die gegenüberliegende Reihe. Okay, Gascon hat mich gerettet. Und jetzt kämpfen wir mit den Streunern von Spala. Die kennen wir ja alle schon. Streunerbombe. Streunerbombe. Okay. Ich muss immer noch den Ausgang finden. Das gefällt mir nicht. Und die lyrischen Pfadfinder sorgen dafür. Noch ein grauer Reiter, dass der Wettereffekt verschwindet. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen. Ich spiele erstmal die aus, zum Sterben. Weil ich jetzt mein Schwert aktivieren kann. Okay. Hat er eigentlich irgendeine Fähigkeit? Irgendwann kann er seine lyrischen Einheiten nicht mehr ausspielen. Hoheit, wer garantiert uns, dass wir uns nicht in den Rücken fallen? Wir müssen einfach hoffen. Ich nehme mal an, erst die allerletzte dunkle Gasse wird der Fluchtweg sein. Nachdem, wie viele Karten wir auf die Hand bekommen haben. So. Markiere eine Einheit. Füge ihn zum Beginn schon einen Schaden zu. Wenn die markierte Einheit zerstört wird, markiere eine andere zufällig gewählte Einheit. Okay. Ich möchte fast erstmal sagen, ich lege ein Feuer. Zeit, meine Schande wegzuwischen. Da werden viele Einheiten hinspringen. Ich hoffe jetzt nicht, dass er einen Wetterclear hat. Nein, hat er nicht. Und jetzt kann ich hier einen ziemlich guten Reihen-Effekt auslösen. Noch ein dunkler Reiter, noch ein dunkler Reiter. Ich hab's gewusst. Okay. Wir haben eine Menge Karten in der Reihe, das heißt, ich werde jetzt mal die aktivieren. Füge allen 5 Schaden zu. Beende mein Zug. Oh, die Herrin Margarita erzählte uns davon. Arethusa Adept, den wähle eine verbündete Bronzeinheit aus der Hand. Schlachtfeld Deck hinzu, verbessere alle Kopien der Einheiten Deck und im Schlachtfeld. Oh, ist das böse. Noch ein dunkler Reiter. Okay, ich muss trotzdem noch mehr Punkte kriegen. Verschiebe 3 Karten die andere Reihe auf ihrer Seite und füge allen Einheiten unter ihnen 2 Schaden zu. Muss ich erstmal nicht machen. Ich kann noch ein weiteres Feuer legen erstmal. Glaubst du, dass ich Angst habe? Nein, aber ich. Weil jetzt kriegen die halt alle noch Schaden. Zufällig. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. Okay. Noch ein dunkler Reiter. Da ist der Ausgang. Okay, jetzt müssen wir einfach nur gucken, dass wir mehr Punkte hinkriegen. Und das dürfte möglich sein. Erstmal wieder, das hätte ich letzte Runde vielleicht schon machen sollen, aber ich wollte erstmal die Reiheneffekte vorlegen. Jetzt kommen die Bauern zum Einsatz. So. Mist, verdammter Mist. Oh, er hat alles weggemacht. Eine alle Reiheneffekte. Ich werde das Schulgeld nie begleichen können. Ah, die muss Studentin sein. So.
Ich markiere meine Einheit. Die kriegt jetzt immer Schaden. Mal zu beenden. Noch eine Runde. Ich muss nächste Runde mehr Punkte haben. Links, rechts, links, rechts. Das habe ich, glaube ich, geschafft. So, ich kann nichts mehr wirklich verschieben, aber ich kann das nochmal aktivieren. Hexer sterben nie in ihren Betten. Und beende. Und gewinne um 15 Punkte. Okay. Das war tatsächlich ein ziemlich cooler Kampf. Weiter geht's. Lyrischer Melo. Ich danke dir, Gascon. Und deinen Männern für eure Hilfe. Schon gut, Herrin. Streuner finden Keilereien unterhaltsam. Ich fand es nicht unterhaltsam. Ein Sohn gegen seine Mutter. Lyria gegen Lyria. Ich fürchte, das wird ein Bruderkrieg. Bitte? Der Krieg ist doch vorbei. Dein Reich ist an Nilfgaard verloren. Du hast keine Armee. Dann stelle ich eine neue auf. Ich lasse Caldwell hängen und schicke Nilfgaard wieder über die Jaruga. Du bist verrückt. Woher nimmst du die Männer? Willst du über die Dörfer reiten und Reden schwingen? Nein. Ich werde sie in Edirne finden. König Demavend schuldet mir einen Gefallen. Und unterwegs schließen sich mir sicher Freiwillige an. Hm. Deine ersten Krieger hättest du schon. Wie das? Wir haben in Lyrien nichts mehr verloren. Unsere Verstecke sind aufgeflogen. Caldwell hat gewiss einen Preis auf unsere Köpfe ausgesetzt. Und das Land ist voller Nilfgaarder. Außerdem ist es reizvoll, Seite an Seite mit der stolzen Königin Mewe zu kämpfen. Als der Bandit, den sie gerade noch hatte aufknüpfen wollen. Nun, wie war das mit dem Feind meines Feindes? Und daher wäre ich ein Narr, Hilfe abzulehnen. Egal, wer sie anbietet. Also gut. Ja, jetzt haben wir anscheinend unsere lyrischen Einheiten gegen die Streuner ausgetauscht. Ah, finde ich relativ cool, dass es so einen Kartenwechsel gibt mit komplett neuen Einheiten. Ich frage mich jetzt nur, wir haben ja auf unserem Camp schon Einheiten ausgebessert, was jetzt mit denen passiert, ob die jetzt vollkommen egal sind und ob jetzt die Verbesserungen, die wir dieses Mal kriegen, auch vollkommen egal sein werden. Aber das werden wir erstmal sehen. Streuner, Streunerbombe, Streunereindringling, Gascon, Streunerkavallerie, Alchemisten. Sehr edel von dir, Herrin. Die Hand darauf? Nein? Na dann, die Straße ruft. Aber erst müssen wir lebendig aus der Stadt rauskommen. Folgt mir! Okay. Lyrien gehörte ihr nicht mehr. Mewe musste schnurstracks aus ihrem Reich verschwinden. Sie, die goldene Kutschen gewöhnt war, sah die Straßen der Stadt aus einer neuen Perspektive. Ist das der einzige Ausweg? Ganz sicher? Die Königin... ist jetzt auch nur ein Flüchtling. Am besten hält sie sich die Nase zu und jammert nicht. Mewe erreichte ohne Hindernisse das Tor. Doch es war verschlossen. Verriegelt und bewacht. Götter, verdammt! Ganz ruhig, Herrin. Das ist nichts, was wir nicht mit ein paar Bolzen lösen könnten. Das sind unsere Männer! Das waren deine Männer, Renner. Waren. Gascons Männer hatten die Bolzen schon im Anschlag. Doch dann trat die Königin vor sie hin. Was tut sie? Majestät, ich habe Befehle, euch zu verhaften. Dann legt mich in Ketten. Bitte versteht, mir bleibt keine Wahl. Keine Sorge, du wirst belohnt. Von Caldwell. In nilfgaardischen Florenz. Der Hauptmann ließ seinen hochroten Kopf verschämt sinken. Geht, Herrin, flieht, doch nur um zurückzukehren. Denk daran, Gascon, ich bin kein Flüchtling. Ich bin eine Königin, die ihrer rechtmäßigen Krone beraubt wurde. Und wenn ich bis ans Ende der Welt ziehen muss, ich werde sie zurückholen. Pikiniere haben wir nicht mehr. Okay. Das war Plot Twist. Und jetzt wird die Geschichte wirklich interessant. Nach ihrer Flucht aus Lyrien zogen Königin Mewe, ihr alter Freund Renard und ihr neuer Verbündeter Gascon nach Edirne.
Der Krieg hatte auch dieses Land erreicht. Dennoch hoffte Mewe, mit König Demavens Hilfe ihren Thron zurückholen und Nilfgaard aus ihrer Heimat vertreiben zu können. Doch zunächst einmal musste sie kämpfen gegen Skojatel. Mewe und ihr Gefolge verließen gerade ein Waldstück, als sie auf eine Einheit elfischer Rebellen trafen, die gerade einige Gefangene erhängen wollten. Unter den Gefangenen war auch eine stolze Kriegerin mit schwarzem Zopf. Die kenne ich doch. Nun, wenn wir ihr nicht helfen, redest du über sie bald in der Vergangenheit. Stimmt. Lyria, Angriff! Und wir kämpfen gegen Skoatel. Unsere Gegner haben sich gewandelt. Es war Mews erster Zusammenstoß mit den Skoatel, den Kriegern der Anderlinge. Der Name bedeutet Eichhörnchen, eine Referenz an ihren buschigen Schwänze, an den Kappen und Helmen. Die Verzierung ist zum Markenzeichen der Partisanen geworden, ebenso die eiskalte Grausamkeit, die sie ihren menschlichen Gefangenen angedeihen lassen. Töte die Skojatel-Henker, lass nicht zu, dass die schwarze Reiler stirbt. Storyschlacht mit Sonderregeln. Verhindere die Exekution, okay. Die Schlacht dauert noch eine Runde, wie immer. Wähle Karten zum erneuten 10. Ach, wir haben noch unsere Pikiniere im Deck tatsächlich. Unsere Streitwagen und unsere Plünderer. Und wir haben auf jeden Fall noch Ake. Die Frage ist, ob ich Ake brauche. Ich lege erstmal den Melod ab. Die lege ich ab. Die Streunerbomben gefallen mir relativ gut. Die Schleuderer würde ich ganz gerne behalten. Die Kavallerie würde ich ganz gerne behalten. Zerstöre die stärkst verbündete Einheiten, spiele zwei verbündete Einheiten. Die brauche ich, glaube ich, nicht. Ich lege mal noch einen Plünderer ab. Sensekämpfer lege ich ab. Brauche ich Aeg wirklich? Weil ich glaube, ich muss die Exekutionsleute töten. Das heißt, ich lege mal Aeg ab. Okay, unbeweglich. Zerstöre nach 5 Zügen zu Beginn des Zuges die schwarze Reiler. Wir müssen ihr helfen. Okay. Ich habe mein Breitschwert, was mir relativ gut gefällt. Ich habe meinen Wagenbogen nicht mehr und ich habe meine... Oh, die allerbesten fehlen mir jetzt schon. Die Frage ist, die ich mir stelle... könnte ich die angreifen und dann einfach mein lyrisches Horn spielen? Ach, da werden neue Henker kommen. Danke. Oder auch nicht. Das war ein sehr kurzer Kampf. Okay. Win zählt. Einen Zug habe ich nur gebraucht. Die Skojatel überraschten die Königin mit ihrer Schnelligkeit und Arglist. Und ihrer Grausamkeit. Doch am Ende waren die Lyrier siegreich. Und als der letzte Elf zu Boden ging, ließ die Königin die dem Tode Geweihten losbinden. Tausend Dank, Euer Gnaden. Ich habe viel von eurem Edelmut gehört und bin froh, dass die Berichte stimmen. Ich bin... Die schwarze Reiler. Du warst in Hagge. Du befehligst König Demavens Spezialtruppen. Ja, richtig. Wobei es kaum noch welche gibt. Das sehe ich. Was ist geschehen? Mein Herr schickte mich los, eine Bande von Skojatel unter der Führung einer Ratte namens Eldain zu eliminieren. Ich bin ihnen mehrere Tage gefolgt. Bis zu dieser Falle. Elfen in den Wäldern jagen. Wie einfallsreich. Mir blieb keine Wahl. Nichts zu tun wäre der Untergang gewesen. Die Schwarzen sind in Eden eingefallen. Die Elfen haben dabei geholfen. Sie schneiden den Nachschub ab, lauern wie Hunde, überfallen schwache Einheiten und Speer. Das haben wir ja gelesen in den Briefen, dass die Skojatel den Schwarzen helfen. Nilfgaard hat eure Verteidigung durchbrochen? So ist es. Doch ihr Vormarsch gerät bald ins Stocken, glaubt mir. Um weiterzukommen, müssen sie Rossberg einnehmen und das hat bisher noch keiner geschafft. Sie werden an den Festungsmauern zerschellen. Okay, ich bin froh, dass Eden den Norden noch verteidigt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich bin froh, dass Eden den Norden noch verteidigt. Solange es Edirn noch gibt, hält der Norden stand. Ich werde eure Worte dem König bei nächster Gelegenheit überbringen. Das würde ich lieber selbst erledigen. Ich
Ich bin hier, weil ich Edirn und Demavend um Unterstützung bitten will. Der König ist in Rossberg. Die Stadt rüstet sich für eine Belagerung. Ich reise auch dorthin, um unseren Kampf gegen die Skoyatel zu melden. Ich kann euch führen. Ich kenne mich hier aus. Schwarze Reiler. Diese Karte wurde einer Armee hinzugefügt. Kann im Kommandozelt gefunden werden. Mit Rüstung. Beanspruchen. Sehr gut. Führe uns dann. Ja. Ja, die Skoyatel wurden halt eingesetzt von Nilfgaard, um diesen Krieg leichter zu machen. Und ja, ich glaube, Nilfgaard schert sich auch einen Dreck um die Skoyatel. Das heißt, sie wurden halt einfach nur benutzt. Aber ja. Was den Norden nochmal ein bisschen mehr gegen sie aufheizen wird. Jetzt muss ich ganz kurz auf die Karte gucken. Ich will mir diese Karte angucken. Hier sind wir und das ist unsere neue Karte. Und oh Gott, ist die groß. Das ist Eddan. Oh Gott, ist die groß. Die ist doch nochmal größer als die andere Karte, oder? Mit zwei Bogen. Hier eine Menge dazwischen. Die ist ein Ticken größer als die andere, habe ich so das Gefühl. Weil hier kann ich nicht einfach so... Okay. Ich will aber ganz kurz mal... Erstmal das Wichtigste. Die Briefe, Berichte. Es gibt ein bisschen was zu lesen. Berichte, Situation in Eddan. Lyrien und Rivien sind eingenommen. Die Heeresgruppen Ost richten ihre gesamte Stärke auf Eddan. Trotz erbittertem Widerstand fallen die Grenzposten. König Demavend zieht sich aus kleineren Garnisonen zurück und versammelt seine Kräfte in den stärkeren Festungen Rossberg, Aldersberg und Wengerberg. Die Skoyatel sind sehr aktiv geworden. Angriffe auf Kaufleute und Flüchtlinge, jedoch nicht auf nilfgaardische Ziele. Es deutet alles darauf hin, dass die Skoyatel dem Feind zuarbeiten. Das haben wir auch gelesen. In Lyrien und Rivien verbreitetes Pamphlet. Königin Mewe schert sich kein Deut um eure Interessen. Anstatt Frieden mit dem kaiserlichen Nilfgaard anzustreben, übt sie furchtlosen Widerstand und gibt euch allen der Vernichtung preis. Um ihre Untertanen von diesem Schicksal zu bewahren, hat der Rat der Edlen beschieden, die verrückte Königin von ihrem Thron zu entfernen. In ihrer grausamen Irrsinn widersetzt sie sich unseren Verfügungen und spuckt auf unsere Gesetze. Feige ist sie aus dem Land geflohen und trachtet danach, Chaos und Verwüstung zu stiften. Der regelmäßige Herrscher ist Numeves ältester Sohn Willem, der in dieser schwierigen Zeit von Graf Caldwell beraten wird. Mögen die Wiesen von Lyrien und Rivien im Lichte der goldenen Sonne erblühen, lang lebe der Kaiser. Ja, wir haben unser Land verloren. Brief von Hauptmann Tobias. Euer Gnaden, wir haben uns zwar erst vor kurzem gesprochen, doch an meinen Namen werdet ihr euch nicht erinnern. Ich bin die Wache, die euch aufgehalten hat, als ihr aus Lyrien floht. Die Wache, die an euch gezweifelt hat. Euer Gnaden, ich möchte mich ein weiteres Mal für meine Feigheit entschuldigen und euch für die Möglichkeit danken, meinen Fehler wieder gut zu machen. Ich kann Lyrien nicht vor den Krallen Nilfgaards retten, doch ich kann euch von Nilfgaards Geheimnissen berichten. Ich habe einen Posten im Palast ergattert. Ich werde die Ohren offen halten und wenn ich etwas erfahre, werde ich euch umgehend informieren. Mögen die Götter euch hold sein, euer Gnaden. Wir warten auf eure Rückkehr, Hauptmann Tobias. Der gute Hauptmann Tobias. Ich glaube, da werden irgendwann auch die Briefe aufhören. Weil Nilfgaard hat ziemlich viele Leute. So, unser Camp sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber wir haben neue Möglichkeiten. Königliche Schatzkammer 2 kann 4 Schätze ausrüsten. Messzelt verringert die Rekrutierungskosten dieser Einheit um 10%. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das Kommandozelt kann verbessert werden. Jetzt haben wir hier noch ein Kommandozelt 2. Die Goldkosten der Herstellung von Einheiten werden um 10% verringert. Erhöht das Rekrutieren der Limitierung deiner Armee auf 150. Das ist wichtig. Erhöht es auf 200. Boah, das kostet aber ordentlich, aber es ist wichtig. Plünderquartier, gewinnt nach einem gefolgten Kampf so viel Gold, gewinnt nach jedem Kampf 2 Rekruten, die sind natürlich auch schnell wichtig. Der Ausbildungsplatz, okay, Ausbildungsplatz hat sich geändert. Ausbildungsplatz 2 können wir jetzt. Die Karten haben wir komplett nicht mehr in unserem Deck drin, glaube ich. Muss ich nochmal nachgucken. Oder? Streunerkavallerie, den Alchemisten, die Pikiniere haben wir. Die Pikiniere haben wir tatsächlich noch. Aber wir haben nicht mehr unsere allerbesten und den Wagenbund haben wir auch nicht mehr. Kann ich aber wieder rekrutieren. Also wir haben sie verloren, aber ich kann ihn trotzdem nochmal rekrutieren. Das heißt, wir haben jetzt wesentlich mehr Karten zur Auswahl mit den Alchemisten, mit Gascorn, mit der schwarzen Reiler. Spiele eine Karte aus deinem Deck aus. Befindet sich diese Einheit auf der Hand, im Deck oder auf dem Schlachtfeld, kräftige sie um 2, wann immer eine Skoyatel-Einheit zerstört wird.
Die ist gar nicht mal so schlecht. Also man kann eine Karte aus seinem Deck ausspielen, ne? Und das ist gar nicht mal so schlecht. Was macht Gascon? Befindet sich diese Einheit auf der Hand, im Deck oder auf dem Schlachtfeld, kräftige sie um 1, wann immer eine gegnerische oder verwundete Karte verschoben wird. Gascon kann natürlich tricky. Egg bufft sich jedes Mal, wenn eine von unseren Karten Schaden erleidet. Also alle haben jetzt diese Buff-Fähigkeit. Die Fähigkeit anzugreifen fehlt mir tatsächlich jetzt so ein bisschen, ne? Ich habe wirklich furchtbar gern mit den Allerbesten gespielt, aber mit dem Wagenbund habe ich furchtbar gerne gespielt. Kann ich die noch herstellen? Ich kann die noch rekrutieren, ne? Ich muss die jetzt halt nur rekrutieren. Das kostet mich eine Menge. Mein Max ist gerade ziemlich... Ich habe jetzt 30 Karten im Deck. Okay. Beenden und Änderung verwerfen. Ja. Gucken wir mal. Messezelt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt zuerst skillen soll. Hier haben wir noch die Werkstatt. Für weitere Karten. Fallgrube, Feldsanitäterin, lyrischen Pfadfinder. Das kostet alles so viel Gold. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen wollen würde. Ich würde fast sogar sagen, die Goldkosten für Einheiten verringern ist jetzt, glaube ich, erstmal wichtig. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Messe Z2 könnte ich mir leisten. Z der Königin. Ich würde natürlich auch furchtbar gerne das skillen. Aber die Goldkosten zu verringern ist erstmal relativ gut. Ich verabschiede mich aus diesem Lager. Ich werde mir jetzt erstmal in Ruhe ein neues Deck machen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Ich werde es aber in Ruhe machen, weil ich muss mir auch erstmal so ein bisschen den Überblick machen, was will ich jetzt tun, was will ich nicht tun. Oder ich überlege, ob ich vielleicht noch in die Werkstatt skille, aber das mit dem Deck wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Und die Folge ist vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir wahrscheinlich erstmal im Messezelt gehen und werden uns noch ein paar Gespräche anhören, weil wir haben jetzt ein paar neue Charaktere, die uns auch noch was zu sagen haben. Das war's mit der Folge. Ich verabschiede mich. Bis dahin, haut rein und ciao. Das wird Nilfgaard büßen. Ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist.